Herzlich willkommen bei diesem kleinen Video hier. Heute geht es um meine Fotobox. Ja, ich habe mir eine Fotobox gebastelt. Viele werden sich jetzt bestimmt fragen, was eine Fotobox ist. Die macht Fotos. Wahnsinn, oder? Ja, wir haben hier einen schönen Bildschirm, eine Kamera und einen großen roten Knopf. Und es entsteht ein Foto. So, wofür wird das benutzt? Das wird benutzt für Hochzeiten, Geburtstage, Partys, Veranstaltungen, Messen, was man möchte. Ja, ist halt eine Erweiterung meines Portfolios. So, deswegen habe ich mir diese Box gebaut, weil ich schon mal eine haben wollte, weil ich finde, damit hat man viel mehr Spaß, als wenn jemand auf einer Party rumläuft und Fotos macht, weil das meistens gezwungener ist, wie wenn sich ganz viele Leute, meistens mit Einfluss von alkoholischen Getränken, vor seine Kiste stellen und Selfies machen. So, und ja, ich wollte euch mal mein Schmuckstück zeigen. Es ist jetzt endgültig fertig geworden. Ja, Massivholzkiste mit schönen Applikationen dran, mit einem Studioblitz auf dem Dach und ja, einem Full HD-Bildschirm und einer Kamera. Ja, ich wollte schon immer so eine Box haben und ich habe ewig gesucht, bis ich mal eine Anleitung gefunden habe, die mir geholfen hat, weil die meisten Anleitungen funktionieren via Tablet. So, man baut quasi ein Tablet ein. Es gibt sehr viele Apps, die auf die neuesten Kameras zugreifen können, entweder per USB oder per WLAN, was sehr viele moderne Kameras können. Ist auch gut und schön, hat nur den Nachteil, ich habe kein Tablet. So, beziehungsweise ich habe ein Tablet, ein Surface, aber will man wirklich ein 1.000 € Surface in so eine Box stellen, die irgendwo beim Kunden steht? Ich glaube nicht. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, also wir haben Möglichkeit 1, Tablet. Tablet-Lösung, benötigt Tablet, benötigt eine App, die funktioniert und die auch meistens sehr kostspielig ist. Und ich will nichts weiter als Knopf drücken, man sieht das Bild. Zweite Möglichkeit ist mit einem Minicomputer, mit einem Raspberry Pi oder mit einem kleinen Windows-Rechner, der drin läuft und einen Bildschirm anzeigt und dann quasi das Bild von der Kamera abgreift und sobald man ein Foto macht, das Bild in Vollbild anzeigt. Geht auch. Nachteil, man braucht einen Minicomputer, Raspberry Pi, Windows oder sonst was. Man braucht die Software, die das kann und man hat Probleme wie, ja, keine Ahnung, Strom ist weg. Strom geht wieder an, das Ding muss wieder eingerichtet werden. Ich wollte aber eine Box haben, die auch komplett autark ist, die komplett beim Kunden stehen kann oder bei einer Party oder sonst was und ich muss mich nicht drum kümmern. Und ich wollte noch einen schönen großen roten Knopf, aber dazu kommen wir gleich. Das Schöne und Einfache an dieser Box ist, dass sie ohne Zwischenschritte, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Tablet und Minicomputer und bla bla funktioniert, weil die Kamera hat einen HDMI-Ausgang, einen Mini- oder Micro-HDMI-Ausgang. Und der geht einfach nur an den Bildschirm. Das heißt, man sieht alles, was der Bildschirm sieht. Und auch wenn die Kamera auslöst, sieht man halt das Vorschaubild für ein paar Sekunden. Und fertig. Man kann quasi nichts, man braucht nichts weiter machen als Box aufstellen, einen festen Punkt auf dem Boden festmachen, wo ungefähr die Leute stehen. Dann fokussiert man da drauf, stellt auf manuellen Fokus, es verrutscht nicht mehr. Box ist stabil, steht fest. Alles gut, war den ganzen Abend lang Spaß. Gucken wir am besten mal rein. So, hier haben wir das Innere der Box. Man sieht hier vielleicht ganz, ganz schön, ich habe oben einen Full HD 9 Zoll, 7 Zoll, 10 Zoll, 10 Zoll glaube ich, Bildschirm, der nichts kann außer HDMI-Eingang rein, Strom ran und er zeigt das Bild an. Kosten rund 60 Euro. Darunter ist dann eine Kamera. Da war vorher meine Sony Alpha 7 drin, jetzt ist mittlerweile ein Schritt zurückgegangen zu meiner ersten Kamera oder zu dem gleichen Typ wie meine erste Kamera, eine Sony Alpha 850, weil die völlig ausreicht. Dort oben drauf ist ein Funkauslöser, der quasi hier drin sein Gegenstück hat. Und dieser Funkauslöser macht zwei Dinge. Einmal geht ein USB-Kabel in die Kamera, das heißt Knopfdruck, Kamera löst aus und hinten geht das Blitzkabel quasi hoch in meinen kleinen Studioblitz und der löst quasi Blitz und Kamera gleichzeitig aus. So,
Vorteil an dem Ganzen, es ist extrem wartungsunempfindlich. Das heißt, Strom ran, Strom raus, funktioniert, alles gut. Man muss quasi nichts groß einstellen, man ist fast komplett auf Strombasis, was auch wichtig ist, deswegen habe ich mir einen Studio Blitz gekauft. Ich habe das vorher mit Aufsteckblitzen probiert, hat aber den Nachteil, irgendwann gehen die Batterien leer. Ja, und wer weiß, wie lang so eine Party geht oder sonst was, und dann will man nicht irgendwie dem Kunden erklären müssen, ja, hör zu, wenn das Ding nicht hier blitzt, dann musst du um Batterien tauschen. Macht ja keiner, deswegen kleiner Studio Blitz für knapp 90 Euro von Vanimex. Packe ich euch mal in die Videobeschreibung und da bin quasi mit Auslösekabel dran. Was ich noch habe, ist für die Kamera quasi ein Netzteil. Gibt es irgendwie beim großen A für 3-4 Euro. Wahrscheinlich China-Scheiß, die nicht ewig hält, aber sie funktioniert. Also die Kamera läuft auch ohne Akku. Das einzige, wo Batterien drin sind, ist der Auslöser und der Empfänger. Aber erfahrungsgemäß halten die beiden 2 Tage Dauereinsatz locker aus, und wenn sie irgendwo mal hinkommt, die Box, dann wird sie mit neuen Batterien bestückt. Ja. Ansonsten haben wir hier quasi noch ein Loch gebohrt, wo dann eine Stativstange drin ist, die dann den Blitz hält. Und das Ganze steht auf einem großen Boxenstativ. Wie man sieht, schönes Sperrholz überall. Aber schön befestigt, das heißt stabilisiert mit Streben und bla bla. Und am Schluss das Ganze dann noch schön, drehen wir es ganz mal um, mit Applikationen und Leisten versehen. Ja, Arbeiten hat Hörnchen gemacht, mein privater Baumeister. Ich muss mal ein Video über Hörnchen machen, erinnert mich dran. Ja, Vorteil an dem Ganzen, es funktioniert fast überall. Man braucht nur ein bisschen Platz, so circa 2 Meter von der Box weg wäre schön, ansonsten muss der Raum relativ hoch sein, weil man die Box auch hochstellen kann. Ich habe quasi ein 18 bis 55 mm Objektiv, das Kit-Objektiv von der Sony Alpha 850 drauf, reicht auch völlig aus, knacke scharf, man sieht sogar die Einstellung, die ich benutze, ein 100 8er Blende und ISO 100, weil der Blitz halt sehr stark ist und sehr viel Licht macht. Ja. Meine schöne Box. Ich wollte sie einfach nur mal zeigen, weil ich bin so stolz. Wir haben jetzt endgültig die Arbeiten abgeschlossen und sie war auch schon im Einsatz und hat sehr schön Spaß gemacht den Leuten, und ja, das ist meine Box. Toll, ne? A Madman with a Box. So, gut, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Achso, ja, Verkabelung von diesem Knopf. Habe ich nicht gemacht. Aber gibt es auch Anleitungen zu. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich glaube, der Knopf war das teuerste an der ganzen Box eigentlich, weil der kostet irgendwie, also teuerstes Einzelstück, weil der kostet irgendwie 70, 80 Euro mit EK, also schon teuer. Aber cool, weil Leute lieben es, große rote Knöpfe zu drücken. Ja, meine Box. So, das war meine kleine Box. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso cool wie ich. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder wissen wollt, wie das genau funktioniert oder welche Einzelheit ich benutzt habe, schreibt es ruhig in die Kommentare. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr mal eine Box braucht, wisst ihr jetzt, wer eine hat. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao.